zur Pressekonferenz anlässlich der Partie KSV Essen-Kassel gegen unseren Gast aus Homburg. Endstand 2:0, Zuschauer offiziell 1800. Ich begrüße alle Sponsoren und Gönner des KSV Essen-Kassel im VIP-Raum sowie alle Journalisten und Gremienmitglieder hier im Presseraum und natürlich auch unseren Gästetrainer Christian Dietz und unseren Cheftrainer Uwe Wolf. Und wie üblich hat der Gästetrainer das erste Wort zum Spiel. Ja, das war heute für uns das erwartet schwere Auswärtsspiel. Wir wussten, wir kommen auf einen Gegner, der sehr kompakt steht, der sehr laufstark ist, der in Standardsituationen große Gefahr ausstrahlt. Meine Mannschaft hat das eigentlich in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Wir haben das Spiel kontrolliert, haben sehr gut den Ball laufen lassen. Wir bekommen dann aus einer Standard das 1:0 gegen uns. Der war sehr gut gemacht. Man kann auch Standardsituationen nie zu 100% verteidigen. Was uns da so ein bisschen gestört hat, dass kein Körperkontakt unseres Abwehrspielers dabei war, dass wir ihn frei kommen lassen. Aber das passiert im Spiel. Die Aktion, die wir auch aus einer Standard haben, macht bei uns leider an dem Tag heute der Alex Harapetia nicht rein. Wir haben dann uns zwar das Spiel kontrolliert in der Sache, uns hat so ein bisschen Durchschlagskraft gefehlt und kriegen so mit dem 2:0, das war natürlich zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt mit dem Konter, wobei wir auch hinten am zweiten Pfosten der Überzahl gestanden haben, das 2:0. Wir haben dann unserer jungen Mannschaft gesagt, dass wir trotzdem glauben, dass für uns hier noch was drin ist, auch wenn der Gegner seine Qualitäten hat und wir dann sie zum Kontern bringen werden. So die erste Viertelstunde, zweite Halbzeit war die Partie, fand ich, so ein Stück weg verteilt. Danach haben wir allerdings wieder Spielkontrolle gehabt. Zwar immer wieder war Essen-Kassel gefährlich mit Standards, noch mit Konteraktionen. Wir unsererseits haben nicht die Vize-Torchance gehabt, aber dann auch allein mit Alex Karapetian zwei sehr gute Möglichkeiten. Ich glaube, wenn wir heute ein Tor machen, kann das Spiel auch nochmal zu unseren Gunsten kippen. Ich bin natürlich ein Stück weit enttäuscht und finde es schade, dass die Art, wie wir versucht haben, Fußball zu spielen, heute nicht belohnt worden ist. Aber für uns wird die Partie heute kein Beinbruch sein. Weil wir haben unseren nächsten Schritt gemacht, unser Tor. Wir haben versucht, Fußball zu spielen. Wir haben versucht, den Gegner unter Druck zu setzen. Das ist uns teilweise sehr gut gelungen. Dem KSV Essen-Kassel darf ich gratulieren zum 2:0 Heimsieg und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Uwe, die 0 sollte heute stehen, das hat sie. Erst die Partie gesehen. Ja, erstmal guten Tag zusammen. Ja, das war die Marschroute in der Woche über schon. Ich habe letzte Woche mal zur Mannschaft zu provozieren gesagt, wären die letzten 5 Spiele die 0 gestanden, hätten wir 13 Punkte mehr, weil wir jedes Spiel getroffen haben. Aber das ist einfach gesagt. Ich habe auch gewusst, dank Beobachtung von meinem Freund Stefan Walburg, dass wir heute auf eine Mannschaft treffen, die sehr spielstark ist. Haben auch im letzten Spiel, ich habe ein paar Videosequenzen gesehen, gegen Koblenz 2:1 gewonnen, verdient gewonnen. Und habe gewusst, ihre rechte Seite mit Vogtland, Tewelde ist schon ein Prunkstück. Und da hieß es erstmal kompakt zu stehen, einfach, dass die 0 steht. Und es freut natürlich einen Trainer, wenn man am Donnerstag noch Laufwege einstudiert bei Standards. Das ist eine Stärke von uns, aber die Stärken muss man immer wieder stärken. Und dann fällt auch das 1:0 daraus. Das hat einem natürlich als Trainer besonders gefreut. Und dann, wie mein Kollege schon sagt, dann hat uns Homburg das Leben schwer gemacht. Sie haben sehr gut den Ball laufen lassen, das Spiel von links nach rechts verlagert und umgekehrt. Und haben dann nicht mehr so richtig Zugriff bekommen. Wir haben nur noch verschoben, sind aber dann nicht mehr richtig in die 1-gegen-1-2-Kämpfe reingekommen. Und habe immer wieder von außen versucht reinzurufen, wir brauchen mal wieder einen Ball, um den Gegner zu kontrollieren, weil der Gegner hat es gut gemacht. Sie haben Ballbesitz gespielt. Hinten stand man eigentlich ganz ordentlich, aber du musst trotzdem immer Angst haben, wenn so ein Spieler wie Alex Karapetian vorne ist, der schon 6 Treffer erzielt hat, den in Schach zu halten, dann Radojewski drumherum. Und haben immer ein bisschen Schwierigkeiten, wenn sich Radojewski hat ins Mittelfeld fallen lassen. Das haben wir dann in der Halbzeitpause angesprochen. Natürlich war vor der Halbzeit ganz, ganz wichtig das 2:0. Das war natürlich schön rausgespielt, einmal Ball, Spielverlagerung, Jonas Marz auf rechts, auf Gundelach, der Flanke, zweiter Pfosten und dann Hedel vollstreckt. Wir haben natürlich jetzt dann auch gewusst, wir haben ja in unserem letzten Heimspiel waren wir ja 2:0 zurückgelegen, wie der Gegner in der anderen Kabine denken wird, die brauchen schnell einen Anschlusstreffer. Und da hat die Mannschaft natürlich auch gewusst, was wichtig ist, wenn wir jetzt rauskommen. Uns ja dagegen gehalten und dann hat uns natürlich einmal auch durch eine tolle Parade Carsten Nulle im Spiel gehalten. Wie mein Kollege schon sagt, wenn da immer ein Anschlusstreffer fällt, wird es dann gefährlich. Ich
muss der Mannschaft ein großes Kompliment machen für ihre Laufleistung. Sie waren alle platt. Das gehört sich auch so nach dem Spiel, dass ich 90 Minuten alles abrufe. Und wenn ich einen Spieler herausstellen will heute, ist ein junger Marco David, den Sie vielleicht heute zum ersten Mal gesehen haben. Ich hoffe, Sie haben ihn gesehen, weil der ist oft so schnell, dass man ihn gar nicht sieht. Der Junge hat eine Qualität und ich denke, er hat es mit Bravour gemacht, wie er da reinkam für Ingmar Mähle. Und schade, dass er dann den letzten Ball nicht anbringt über die rechte Seite. Da machen wir vielleicht noch das 3-0. Aber ein Lob an den Jungen, der heute sein Debüt gegeben hat, freut mich ganz besonders. Am FC Homburg eine gute Heimfahrt. Viele Grüße ins Saarland und bis bald. Danke. Vielen Dank, Uwe Wolf. Gibt es noch Fragen von den Medienvertretern? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann gucke ich gerade mal in mein schlaues Gerät. Alle Ergebnisse konnte ich mir heute nicht merken, aber ein paar Überraschungen sind dabei. Fangen wir gleich an mit Ulm gegen Hoffenheim. Da steht es 1:1 oder ist 1:1 ausgegangen. Elversberg gegen Mainz 2:5. Eschborn, Ida Oberstein 0:1. Kaiserslautern 2 gegen Pfullendorf 1:1. Alzenau verliert zu Hause 1:3. Und Waldhof Mannheim dreht die Partie gegen den FSV Frankfurt noch die langen 2:1 hinten und machen dann noch das 3:2. Und somit haben wir dann morgen noch zwei Spiele. Groß-Asbach gegen Trier und Koblenz gegen Eintracht Frankfurt 2. Der KSV Essen-Kassel liegt damit auf Rang 4. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen, genauer gesagt an dem Sonntag. Dann ist der FSV Frankfurt hier zu Gast. Und dann ist das nächste Spiel von KSV Essen-Kassel am kommenden Freitag bei Eintracht Frankfurt 2. Anpfiff in der Volksbank Arena, besser bekannt als der Bornheimer Hang, ist um 19 Uhr. In diesem Sinne ein schönes Wochenende und unseren Gästen einen guten Nachhauseweg und alles Gute für die Saison. Danke. Ja.